Ich denke, es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten halt, dass Fortuna sehr nervig ist in den Zweikämpfen, dass man uns wenig Räume lässt. Und wir haben heute halt eben, mir war eigentlich klar, wer das erste Tor schießt, wird es extrem schwer haben, hier noch das Ding zu drehen, weil einfach zu wenig Räume da waren und der Platz einfach in einem katastrophalen Zustand ist, dass eigentlich wenig Fußball spielen konnte, nicht gespielt werden konnte, weil wir einfach. Wir haben so viele Abspielfehler gehabt, also auf beiden Seiten immer. Immer wieder mal ein Konter, sehr gute Konter, dann springt der Ball weg. Deswegen war mir klar, dass wir extreme Probleme bekommen werden. Ich muss auch ein bisschen Verständnis für die Mannschaft haben, die ist halt eben ziemlich jung, ziemlich unerfahren. Die wird immer wieder Fehler machen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit haben wir zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, wo der Torwart super hält. Auf der anderen Seite kommen wir aus der Halbzeit raus. Die erste Riesenchance ist hier von Sousa, von Fortuna. Der muss ja schon machen. Da habe ich schon gedacht, da haben wir Glück gehabt und dann macht er aus ein richtig, richtig gutes Tor, muss man natürlich sagen. Den Ball aus Schwierigen macht das Tor. Und dann sind wir angelaufen, aber ich glaube, da hat die letzte Entschlossenheit auch gefehlt, passende Tiefe zu spielen oder die Entscheidung zu suchen. Und ich glaube, man hat uns heute einfach gemerkt, dass wir einfach doch ein bisschen müde waren. Ich habe es ein bisschen unterschätzt vielleicht, weil ich dachte, vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Aber im Endeffekt. Wäre das vielleicht nur ein 0-Spiel gewesen oder 1-1-Spiel, aber nichtsdestotrotz gratuliere ich Fortuna Köln, gratuliere ich Uwe zu den drei Punkten und wünsche uns halt ein paar schöne Tage. Danke.